Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung betreffend Hessisches Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz. Und ich darf Herrn Staatsminister Wintermeyer das Wort erteilen für die Einbringung des Gesetzes. Gerne. Sehr verehrten Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich bin gebeten worden, das Gesetz kurz einzubringen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2021 werden die aus dem Bundesgesetz sich ergebenden notwendigen Ausführungsregeln in das Landesrecht für den Zensus 2021 geschaffen. Der Zensus wird das Land bis 2024 wohl gut 53 Millionen € kosten. Davon entfallen 21 Millionen € auf die Kommunen. Auch der Ausgleich ist in dem Gesetz enthalten. Wie gewünscht sind die Unterlagen der Regierungsanhörung Ihnen zugegangen, und ich darf um Zustimmung bitten. Den Rest meiner Einbringungsrede, Herr Präsident, gebe ich zu Protokoll. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Wintermeyer, für die Einbringung. Wir haben uns im Ältestenrat verständigt, auf eine Aussprache zu verzichten. Und jetzt kommt wieder das übliche Verfahren. Das kennen Sie. Wir können hier nach unserer Geschäftsordnung ohne Ausschussüberweisung den Gesetzentwurf in erster Lesung annehmen. Ich frage, wird ein solcher Antrag gestellt? Jürgen Frömmrich, bitte. Ja, wir stellen den Antrag, ohne sofort in die zweite Lesung einzutreten. Vielen Dank. Der Antrag ist gestellt. Ich lasse der Antrag ist gestellt. Dann lasse ich über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-2562 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Bei Enthaltung der Fraktion Die Freien Demokraten ist der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Ich stelle fest, dass nach § 14 Absatz 2 ein Antrag auf Ausschussüberweisung nicht gestellt worden ist. Und wir können nach der Geschäftsordnung, wenn das eine Fraktion oder mindestens 5 Abgeordnete so beantragen, mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen, dass wir in die zweite Lesung eintreten. Wird das beantragt? Jürgen Frömmrich, das wird beantragt. Drück mal, wenn du es sagen willst. Da bitte. Das beantragen wir, Herr Präsident. Es ist beantragt. Und darüber lasse ich abstimmen. Wer dafür ist, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten wird? Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir das so einstimmig angenommen. Die Zweidrittelmehrheit der Anwesenden ist also gegeben. Es wurde vereinbart, dass die zweite Lesung ebenfalls ohne Aussprache stattfinden soll. Wir können daher nun den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer ist für den Gesetzentwurf? Wer stimmt dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir den Gesetzentwurf bei Enthaltung der Freien Demokraten in zweiter Lesung angenommen und das Hessische Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2021 zum Gesetz erhoben. Herzlichen Dank.